Guten Abend allerseits. Guten Abend. Guten Abend. Guten Guten Abend. Abend, Gregor. Abend. Guten Abend, Gregor. Guten Guten Abend. Abend. Jetzt sehe ich erstmal, wer alle da ist, weil wenn man so ein Bild, also so ein Video freigegeben hat, dann sieht man leider auch niemanden. Dann sehe ich mich auch selber nicht. Aber ich meine, das ist ja nicht das Problem. Das kann ich ja dann irgendwo im Spiegel oder was machen. Aber ihr seht aus, als wenn es euch allen gut geht. Ja, ich sehe nur Freude in den Gesichtern. Ja, was wollen wir denn mehr? Also wer diese Melodie vorhin nicht erkannt haben sollte, was ich natürlich mir überhaupt nicht vorstellen kann, das ist wohl das bekannteste oder die bekannteste Schlussszene, wie ich kenne, zumindest aus Truman Show. Und das passt also wunderbar. Das war eine Extended Version von der Abschlussmelodie von Truman Show, nämlich kurz bevor er seine Welt verlässt, wo da plötzlich Exit steht und wo er die Welt verlässt. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir also heute hier sind. Einfach mal gucken, nicht unbedingt, um die Welt zu verlassen, aber um die wirkliche Welt zu sehen. Und das machen wir mit Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit ist, wenn man so will, ein wirkungsvoller Auslöser für die Transformation zur Freiheit. Eigentlich einer der wirkungsvollsten Auslöser für die Transformation zur Freiheit. Nicht individuell, aber generell. Und da fiel mir justament, als ich mal geguckt habe, was erzählt sie denn über Dankbarkeit, ein Kommentar zu einer Lektion zu 195, zufällig mein eigener, aus dem Jahre 2008. 2008 war die Zeit, als eigentlich noch keiner auf die Idee kam, auf YouTube oder wo auch immer irgendwelche Kommentare zu dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern von sich zu geben. Das ist heute ein bisschen anders. Da gibt es so den einen oder anderen, der schon mal auf YouTube einen Kommentar abgegeben hat. Aber damals waren, also ich kannte damals nur zwei. Das eine war der Johannes Arko, genau, Gott hab ihn selig. Der hatte da angefangen, damals bei mir im Forum, und ich hatte dann natürlich, ging ja nicht anders. Ne? Johannes fängt einfach mal an, Kommentare da ins Forum zu schreiben jeden Tag. Da musste ich mich ja dran halten, also habe ich dann natürlich auch gemacht und habe dann die Kommentare geschrieben. Und der Aufhänger war ein Zitat aus dieser Lektion. Und darum komme ich auch auf Dankbarkeit. Wir danken Gott, unserem Vater, dass alle Dinge in uns ihre Freiheit finden werden. Und da habe ich mich einfach mal drüber ausgelassen. Dankbarkeit ist die Freiheit von den Dingen. Groll hingegen ist die Abhängigkeit von den Dingen. Und beides ist gänzlich ungeeignet. Ich erzähle das jetzt nur sinngemäß. Also heute würde ich das auch ein bisschen anders machen als damals. Wobei also so ein Danke unter Vorbehalt kennen wir alle, vielleicht noch innerlich zähneknirschend oder mit einem erzwungenen Lächeln oder zwischen zusammengepressten Lippen hervorgezischt. Danke. Das hat mit Dankbarkeit natürlich nichts zu tun, brauche ich also hier niemandem zu erklären. Aber alles ist mir bereits gegeben. Also jetzt. Nicht gestern oder vor einem Jahr, weil das hat jetzt, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass mir jetzt alles gegeben ist, hat das überhaupt keine Bedeutung. Und auch nicht bei der nächsten Gehaltsabrechnung, auch das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun. Alles ist mir heute gegeben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Hat der eine oder andere schon mal gehört? Ich habe es dann wohl irgendwo mit der Muttermilch gelernt. Und das liegt vermutlich an dem Kulturkreis, in dem ich lebe. Wird man ja auch immer wieder daran erinnert. Und vergessen habe ich das bisher auch nicht. Sowas vergisst man nicht. Wobei ich natürlich für die nächsten 60 Jahre nicht die Hände ins Feuer lege, ist auch klar. Wenn aber da
eine kleine verrückte Wahnidee auftaucht und dann statt schallendem Gelächter ernsthaft erwogen wird, dann entsteht als Folge so eine Idee wie, oder eine Idee von etwas, unterschieden von anderen Etwas, so eine Entität, und die bekommt dann den Namen Ich, der meistbenutzte Name in diesem Universum, glaube ich, in verschiedenen Sprachen. Und zwar dieses Ich oder dieses Etwas bekommt man dann so nebst einem Fleischklops mit Kucklöchern, den sieht man auch jeden Morgen im Spiegel. Und dazu noch hängt da dran so ein Gestell mit zwei Stangen rechts und links und zwei Stangen, die so nach unten zeigen. Und die reichen bis zum Boden und die sind dann auch unten umgebogen. Und das nenne ich dann meins, also in dem Fall mein Körper. So, und dann, wenn das so ist, und das ist wahrscheinlich auch bei ebenso, dann habe ich wohl das tägliche Brot, also seine Gaben, die Macht des Geistes, für einen ziemlichen Unfug benutzt. Und wie heißt es da in der Lektion 191? Alle Gewalt ist dir gegeben, auf Erden wie im Himmel. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst. Danke. Was soll man da mehr sagen? Ne? Allerdings kann meine Dankbarkeit nicht irgendeiner belanglosigen oder nichtssagenden Besonderheit huldigen. So nach dem Motto, zum Glück geht es mir besser als dem anderen. Oder Gott sei Dank habe ich nicht so eine schlimme Krankheit wie. Oder gut, dass ich mehr Geld habe als die meisten oder was auch immer. Weil wahre Dankbarkeit dann kann niemanden und nichts ausschließen. Denn sie erkennt an, dass kein Lebewesen ein Körper ist. Dankbarkeit kennt auch keine Trennung zwischen mir und irgendeinem anderen Lebewesen. Da ist nur Einheit im Urgrund des Seins. Und wahre Dankbarkeit hängt daher wesentlich davon ab, wie ich die Welt und alle meine Brüder sehe. Was wiederum nicht heißt, dass, und zwar ganz und gar nicht heißt es das, dass ich mich bei allen Stinkstiefeln und Vollpfosten für die kleinen und großen Angriffe zu bedanken habe. Oder die irgendwo abtue, wenn ich also einen Angriff sehe, ist ja alles Illusion. Dann ist das auch keine wahre Dankbarkeit. Oder indem ich alle Taten gutheiße. Darum geht es nicht. Ich danke für das, was mein Bruder in Wahrheit ist, gemeinsam mit mir. Egal, was die Figur tut, die ich ihm übergestülpt habe. Und die Dankbarkeit ist das Echo für, oder das Echo der alles umfassenden und durchdringenden Liebe in dieser Traumreise der Welt. Und diese Dankbarkeit macht den Weg frei. Also so wie die Volksbank der Liebe. Die macht andere Wege frei. Was bleibt da eigentlich übrig? Genieße die Reise. In Dankbarkeit und voller Staunen. Was denn sonst? Weil das ebnet einfach die Reise im Staunen genießen, das ebnet den direkten Weg zum Großparkplatz vor dem Himmelstor. Der ist nicht nur für mich, sondern für alle Brüder. Wir kommen da gleichzeitig an. Darum ist er so groß. Also so ähnlich klang der Kommentar damals, ein bisschen anders, glaube ich, aber ungefähr so. Und jetzt könnten wir in die Dankeshymnen eintauchen, aber ich sage mal so, bevor wir das tun, tauchen wir erstmal gemeinsam ein in die Reise. Wir sind ja hier alle im selben Zug.
Aber das Schöne ist, für diese Reise brauchen wir die Deutsche Bundesbahn nicht. Wir lassen einfach die Streikenden und die Gestrandeten mitfahren auf dieser Reise. Brauchen wir noch nicht mal einen Triebwagen. Damit die Gestrandeten und vor allen Dingen auch die Streikenden sehen, wie sich so eine Reise ohne Zugausfälle und ohne Verspätungen anfühlt. Weil auf der Reise, die wir unternehmen, gibt es keine Verspätungen und keine Zugausfälle, weil die Reise endet da, wo alle Reisen enden, und wir kommen rechtzeitig am Zielbahnhof an, brauchen nicht auf die Uhr zu gucken. Das ist garantiert, dass wir am Zielbahnhof ankommen. Und da können wir einfach aus dem Fenster gucken oder auch nicht. Oder egal, wie wir die Reise genießen wollen, wir können damit beginnen, einfach hier zu sein. Präsent, wach und bewusst. Also leg mal diesen Moment der Lebendigkeit, keine Bedingungen auf. Weil das ist der einzige Moment, den es gibt. Das ist der Moment, der nicht nur als Idee existiert. Also bring keine Ideen mit in diesen Moment. Keine Zukunft und keine Vergangenheit. Das ist der eine oder andere versucht, in diesem Moment, im Hier und Jetzt zu leben. Es ist aber genau umgekehrt. Lass diesen Moment dich leben. Denn es ist der einzige Moment in der Zeit, der existiert. Und somit bist du in diesem Moment das, was das Universum genau hier und jetzt tut. Und dann werde dir mal deines Atems bewusst, ohne den Atem zu kontrollieren. Da ist ein Einatmen, da ist ein Ausatmen. Und dazu sei so präsent, wie es nur irgendwie geht. Aufmerksam, soweit du kannst. Um diese Bewegung des Atems wahrzunehmen. Nur die Bewegung des Atems. Ohne ihn zu beeinflussen. Nicht tiefer atmen. Nicht langsamer atmen. Einfach feststellen, dass du atmest. Und dem Atem folgen, dem Einatmen und dem Ausatmen. Da ist kein Atmer, keiner, der atmet. Da ist Einatmen und Ausatmen. Einfach nur einen Moment lang aufmerksam sein. In jedem Moment neu auf dieses Einatmen und Ausatmen, auf diese Bewegung. Du beobachtest dabei etwas außerhalb. Da ist etwas. Atmen, einatmen und ausatmen. Das ist so ein körperliches Empfinden. Das ist der Normalzustand. Das heißt also, du siehst etwas außerhalb. Aber jetzt richte mal beim Weiteratmen
die Aufmerksamkeit einfach auf das Gewahrsein des Atmens mit einer einfachen Frage. Was ist sich des Atems bewusst? Der Atem taucht im Gewahrsein auf. Das Einatmen taucht im Gewahrsein auf. Und das Ein-Ausatmen. Da richtet sich die Aufmerksamkeit auf etwas außen, einatmen, ausatmen. Aber dann lass die Aufmerksamkeit entspannen. Quasi nach innen sinken, vom Atmen weg. Nichts Bestimmtes, was die Aufmerksamkeit erfordert. Und stell dir die einfache Frage, was ist sich des Atems bewusst? Seite dieses Bewusstseins, dieses Gewahrseins bewusst, das von dem Atem weiß, das sich des Atems bewusst ist. Du kannst die Aufmerksamkeit nicht auf etwas richten, sondern nimm die einfache Frage, was ist sich des Atems bewusst? Was ist sich gewahr? Oder was ist gewahr, dass da der Atem kommt und geht? Und das geht am besten, indem du die Aufmerksamkeit entspannst. Und dieses Gewahrsein, das befindet sich nicht an einem bestimmten Ort. Es ist nirgendwo angesiedelt. Es ist dann nirgendwo im Kopf. Oder im Körper wirst du das Gewahrsein nicht finden. Oder außerhalb des Kopfes. Oder außerhalb des Körpers. Das Gewahrsein ist sich des Atems gewahr. Das Gewahrsein oder Bewusstsein ist sich der Stimme, die du hörst, bewusst. Wer oder was ist sich der Stimme bewusst? Wer oder was ist sich des Atems bewusst? Und wenn ich die einfache Frage stelle, bist du gewahr, wirst du die mit Ja beantworten. Ohne danach suchen zu müssen. Nach irgendetwas. Da ist Gewahrsein. Also stell dir einfach diese Frage, bist du gewahr? Bist du bewusst? Geht nicht um die Dinge, die im Bewusstsein auftauchen oder im Gewahrsein, sondern die Frage ist, bist du bewusst oder gewahr? Es ist keinerlei Distanz oder Entfernung. Wie weit ist es von dem Gewahrsein bis zum Atem? Die Frage ist sinnlos.
Das Gewahrsein weiß von dem Atem. Und du bist gewahr. Also sei einfach hier, in diesem Moment, als dieses offene, weiträumige Gewahrsein. Nicht auf irgendwas fixiert, nicht in Gedanken, nicht in Vorstellungen verstrickt, egal wie heilig. Nur sein, nur gewahr sein, bewusst sein. Leicht tauchende Gefühle auf. Versuch nicht daran, irgendetwas zu ändern, was immer auftaucht. Lass es sein. Vielleicht gibt es sogar negative Gefühle. Vielleicht gibt es sogar positive Hochgefühle. Erlaube dem einfach, da zu sein. So, wie sie im Moment sind. Du musst mit diesen Gefühlen nichts tun. Oder musst du mit der Stimme irgendetwas tun, wie du hörst? Musst du mit dem Vogel etwas tun, den du irgendwo mal siehst im Wald? Also lass es so sein, wie es ist. Versuche auch nichts, was Besonderes zu fühlen. Oder die Gefühle abzuändern. Oder von irgendwelchen Gefühlen wegzukommen, weil du sie nicht magst, weil es negative Gefühle sind. Die Erfahrung ist jetzt in diesem Augenblick, wie sie ist. Daran gibt es nichts zu ändern. Sie ist da. Daran musst du nichts ändern. Sie ist da. Und was auch immer von einem Moment auf den nächsten auftaucht, du lässt es kommen und gehen. Wie die Wolken. Die kommen und die gehen auch wieder. Der blaue Himmel, das Gewahrsein bleibt. Du bist gewahr, du bist bewusst. Das ist alles. Du bist bewusst, was da kommt und geht. Nichts weiter. Keine Geschichten über irgendetwas. Dann vergiss einfach alle Bezugspunkte über das, oder alle Vorstellungen darüber, was wirklich ist. Dazu gehören positive Gefühle, die wir als gut bezeichnen. Oder negative Gefühle, die wir als nicht gut und als unerwünscht bezeichnen. Oder die Geschichten, die die Gefühle auslösen. Die Geschichten, die dir der Dampfplauderer im Kopf den ganzen Tag erzählt.
vergiss einfach die Bedeutung dieser Geschichten. Die Bedeutung dieser Gefühle, die da hochkommen, mit den Geschichten verbunden und die dann wieder Gedanken auslösen. Vergiss es einfach. Und vor allen Dingen vergiss die Bedeutung, wer oder was wir sind, wer oder was du bist. Also erlaube dem Gewahrsein, dich von all dem zu lösen, frei und grenzenlos zu sein. Wir lassen einfach diese alles umfassende Weite da sein. Fixieren uns nirgendwo. Klammern uns nicht an irgendetwas. Lassen uns auf nichts, auf keine Dinge ein. Nur präsentes Gewahrsein. Das Wissen, dass wir gewahr sind. Da gibt es bestimmte Überzeugungen, die haben so eine Eigendynamik. So eine Art Anziehungskraft. Du willst eigentlich nicht in irgendwelche Überlegungen oder Gedanken involviert sein. Aber da taucht plötzlich ein bestimmter, höchst attraktiver, anziehender Gedankenstrom auf. Da gibt es eine Art hartnäckiges oder scheinbar festes Selbst, dass das, was du gerade tust, macht und eine Vorstellung von dir selbst. Wir brauchen bestimmte Gefühle auf. Ein bedeutungsvoll zu sein und wichtig. Manche der Gefühle fühlen sich an wie ein Problem, das gelöst werden muss. Und manche Empfindungen und Antriebe fühlen sich stark an und mächtig und sind kaum zu ignorieren. Aber könntest du jetzt, in diesem Moment, die Gefühle, Empfindungen oder Antriebe, wenn sie denn auftauchen, die du vielleicht unwillkürlich auch loswerden willst, weil du vielleicht still sein willst, könntest du diese einfach willkommen heißen. Nur könntest du. Oder könntest du den Impuls, jetzt irgendetwas davon loswerden zu wollen, irgendeinen subtilen Widerstand gegen irgendetwas, das auftaucht, sei es Gedanken, Gefühle, Empfindungen, auch willkommen heißen. Das Gewahrsein kennt keinen Widerstand. Denn du bist dir ja bereits all dessen gewahr, was auftaucht. Das Gewahrsein lässt es zu. Also kannst du es oder könntest du es willkommen heißen? Ist nichts weiter als irgendein Haufen wilder Energie, wenn du so willst. Heißt sie willkommen? Hm?
und sieh die einfachen Erfahrungstatsachen so, wie sie sind. Sie haben kein Eigenleben. Und sie haben auch keine Macht über dich. So wenig wie die Wolken am Himmel irgendeine Macht haben, was den blauen Himmel angeht. Und auch so ein hartnäckiger Gedanke, eine Sorge, eine Angst, eine Geschichte, ist nur eine Erfindung der Fantasie, ein Konstrukt des Geistes, eine Idee, nichts Reales. Hat weder Gewicht noch Substanz, außer in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht in diesem Moment. All dieses Unbeständige, es verändert sich ständig und ist in Bewegung, wie die Wolken. Natürlich, es existiert alles als Idee. Wir schauen neugierig und entspannt auf die leere, konstruierte, gemachte Natur von allem, was auftaucht. Von jedem Objekt heiße es willkommen. Es hat nichts mit Bewertung zu tun, es gut zu finden, schlecht zu finden. Nein, heiße es willkommen, es ist da. Kein Widerstand und kein Verlangen. Und bleib einfach offenes, weites Gewahrsein. Ohne etwas zu konstruieren oder ohne diesem einen Moment irgendwelche Bedingungen aufzuerlegen. Kannst du einen Gedanken ungeschehen machen? Oder kannst du einen Gedanken im Nachhinein ändern? Er kommt und geht. Also heiße das, was auftaucht, willkommen und lass es wieder gehen. Widerstand ist festhalten. Verlangen ist Anhaftung, festhalten. Lass die Dinge kommen und gehen. Alles, was kommt, geht wieder und halte an nichts fest. Weder durch Widerstand noch durch Anhaftung oder behalten wollen. Vielleicht ist da so ein Vorgeschmack auf eine Art von Tiefe. Vielleicht nur ein Schimmer. Vielleicht auch eine Öffnung für das Wunder deiner Identität, der Identität deines Bruders. Egal, welche Figur du aus ihm gemacht hast. Eine Öffnung für das Wunder deiner wahren Natur. Vielleicht ist da so ein subtiles Gefühl von Liebe oder Freude oder Glückseligkeit, das aufsteigt. Vielleicht eine Art Heiligkeit, also Nicht-Besonderheit. Heiligkeit ist das Nicht-Besondere. Ein Gefühl von Weite, Freiheit. Vielleicht nur ein Aufschimmern, ganz leicht am Horizont des Gewahrseins.
oder sogar ein unmittelbares und starkes Empfinden. Halte an nichts fest und misst ihm keine besondere Bedeutung bei. Einfach offenes Gewahrsein. Bist du gewahr? Du brauchst dem nicht entgegenzurennen und du brauchst es nicht festzuhalten. Genieße die Reise und im Zug springst du auch nicht auf und rennst nach vorne, um schneller ans Ziel zu kommen. Vertiefe einfach deine Empfänglichkeit für diese Tiefe, für das, was irgendwie darunter liegt. Dieses subtile Erleben, die kleine Bereitschaft, die Nicht-Einmischung. Und wenn dann nichts geschieht, dann versuch auch nicht, es geschehen zu lassen. Bleib einfach bei der Leerheit des Kommens, des Gehens. Und lass dich von dieser Leerheit, die alles umfasst, in der alles entsteht und wieder vergeht, zur Fülle führen. So in ein tieferes Wissen über das, was darunter liegt. Lass dich in ein Mysterium hineinziehen, das du nicht sehen, nicht wahrnehmen kannst, weil du kannst es erleben. Dieses Mysterium, das ist, oder diese Tiefe, das ist nicht deine Tiefe. Das ist eine Art gemeinsames Feld, der gemeinsame Ozean. Und der bringt diese Figuren wie Wellen hervor, die du als deine Brüder siehst. Aber da gibt es keinen Graben zwischen dem Gewahrsein deiner Brüder und deinem Gewahrsein. Ein Gewahrsein. Dieses Gewahrsein kennt keine Grenzen. Das ist ein gemeinsames Feld. Ein gemeinsames Gewahrsein. Ein und dasselbe. Eine Tiefe. Da ist nur ein Ozean. Und erlebe, wie dieses Gewahrsein dich vollständig umfasst, dich vollständig durchdringt. Es durchdringt alle deine Brüder, unabhängig von jeder Entfernung. Es ist grenzenlos. Grenzenloses, weites Gewahrsein. Du hast keine Grenzen, deine Brüder auch nicht. Dann sei dieses grenzenlose, weite Gewahrsein, diese allumfassende Tiefe, zusammen mit allen deinen Brüdern. Und in diesem Sein können wir Danke sagen für das, was ist.
wie es in Lektion 306 heißt, in tiefer Dankbarkeit kommen wir. Mit leeren Händen und einem offenen Geist und einem offenen Herzen. Mit leeren Händen. Danke, dass ich nicht weiß, was wahr und falsch ist. Und danke, dass ich nicht weiß, was die Welt bedeutet. Und danke, dass ich nicht weiß, was mich oder irgendjemanden glücklich macht. Und danke, dass ich nicht weiß, was ich bin. Und danke, dass ich nicht weiß, was Gott ist. Denn dann kann ich mir all das zeigen lassen. Und danke für die tiefe Ruhe und Stille, in der alles entsteht. Und danke für das alles umfassende Gewahrsein. Danke für die innere und äußere weite Stille. Und danke für die tiefgreifende Offenheit. Für das Gewahrsein, das alles enthält und alles ist. Und danke für die tiefe, stille Leerheit, die hinter allen Bewegungen steht und diese durchdringt. Und danke für die alles annehmende Stille. Danke für die Freiheit von allen Dingen. Und danke für die allgegenwärtige Quelle und die Tiefe dahinter. Für den stillen Klang, der durch nichts getrennt wird. Die Stille, in der der Heilige Geist in deinem Inneren wohnt, ist lediglich vollkommene Offenheit, in der nichts verborgen und deshalb nichts angsterregend ist, steht in Kapitel 14, 6. Und lassen wir abschließend diese Weite, diese Leerheit, die Stille oder das Gewahrsein ausfüllen mit der Präsenz, der Verbindung oder der Unio Mystica.
mit einem Zitat aus dem Kapitel 21, 21, 1. Das bestimmt jeder schon mal gelesen hat, ansatzweise. Jenseits des Körpers, jenseits der Sonne und der Sterne, hinter allem, was du siehst, und doch irgendwie vertraut, wölbt sich ein Bogen goldenen Lichts, der sich, während du schaust, zu einem großen, leuchtenden Kreis ausdehnt. Und der ganze Kreis füllt sich mit Licht vor deinen Augen. Der Rand des Kreises löst sich auf. Und was darin ist, wird nicht mehr zurückgehalten. Das Licht breitet sich aus und bedeckt alles, dehnt sich unendlich aus und leuchtet immer da, ohne dass irgendwo eine Grenze oder Unterbrechung wäre. Darin ist alles in vollkommener Kontinuität verbunden. Und es ist unvorstellbar, dass irgendetwas außerhalb sein könnte, denn es gibt keinen Ort, wo dieses Licht nicht wäre. Also sagen wir Danke für das unberührte, reine Erleben. Für das reine, ursprüngliche Sein, unaufhaltsam, unverursacht und unveränderlich. Danke für die alles durchdringende Lebendigkeit. Und danke für das zeitlose Dasein. Und danke für die unveränderliche Präsenz, die Essenz von allem. Und danke für das reine Sein ohne irgendein Zentrum. Danke für die Fülle in der Leere. Für die unbegrenzte Lebendigkeit. Und danke für die strahlende Stille. Für die weit offene und einladende Liebe. Wenn du mitmachen willst, benutze einfach die Handhebefunktion auf Zoom. Also es wird dann oben angezeigt, dann kann ich dann auch den Lautsprecher freigeben, aber nur, wenn du willst. Und danke für die Liebe ohne Widerstände. Und mit vollkommener, allumfassender Wertschätzung.
Und danke für die alles durchdringende und schimmernde Präsenz, innen wie außen. Und danke für die reine Perfektion in diesem Moment des Lebendigseins. Danke für die Fülle, die Leichtigkeit des Lebendigseins. Die alles durchdringende Präsenz, hier und jetzt. Und danke für den Ozean aus Wellen reiner, sanfter, göttlicher Liebe. Und danke für die große, weite Offenheit, die sich immerzu ausdehnt. Und danke für die Präsenz als Erfahrener und als das Erfahrene. Dankbar ein in die Liebe, wie ein entspannendes, heißes Bad, alles völlig umhüllt, umsorgt und genießen lässt. Danke für die zeitlose, ungeborene göttliche Präsenz. Und für die göttliche Liebe, die alles hält und die alles ist. Und danke für das Genießen und Eintauchen in die universelle göttliche Liebe. Die Präsenz und Fülle des Erlebens. Oder die leuchtende und alles durchdringende Weite. Danke. Und ich schließe das ab mit Danke an die Liebe, die einfach da ist. Mit jedem Einzelnen. Danke, dass ihr da wart.